It's me, Unicorn. Und heute zeige ich euch, was in diesem ASOS-Päckchen drin ist. Denn ich habe ja schon angekündigt, dass ich nun die Rebecca so ein bisschen unter die Fittiche nehme und die so ein bisschen cosplay. Wir haben ja schon das klassische Outfit aus Resident Evil 1. Das habe ich jetzt schon gecosplayt. Kann hier mal ein Bild einfügen, dass ihr euch erinnert. Jetzt möchte ich mich an ein etwas sexieres Outfit ranwagen, und zwar an das Rebecca Chambers RPD Basketball Outfit. Dafür habe ich ein paar Bestandteile gekauft bei ASOS. Dieses Video soll nun dazu dienen, dass wir gemeinsam das auspacken und dann einfach mal probieren, ob das alles zusammenpasst und wie das denn doch aussehen könnte, wenn es dann mal fertig ist. Und das machen wir in diesem Video, also seid gespannt. So, dass wir nichts kaputt machen und das dann wieder zum Falle zurückschicken können. Das ist der Inhalt. Das ist eine Hose. Die war spottbillig, ich glaube 4 Euro oder so hat die noch gekostet. Die würde ich wahrscheinlich so oder so dann behalten. Und das ist eigentlich das Top, um das es geht. Das Top hat halt ein paar einzigartige Details. Und zwar so ein Schößchen. Who needs a Schößchen an so einem Top? Ich zieh's mal an, Moment. Ja, also es sieht aus wie so ein Ballerina-Ding. So ein halbes Tütü, das hier dran hängt. Aber darum geht's ja nicht. Ich meine, mir war das bewusst, dass ich das nicht brauchen kann. Deswegen, es wird hier oben abgetrennt. Das Witzige ist, hier unten drunter ist schon so ein Bündchen. Dieses werde ich auch abtrennen. Und dann wird es quasi am Ende circa, ja, so aussehen. Ne? So, jetzt ist es soweit. Das Top wurde in die richtige Länge geschnitten, gekürzt, und die Hose, die ich nun benutzen werde, dafür ist auch angekommen. Auch diesen Ausschnitt so ein bisschen eckig genäht, weil vorher war der ja noch komplett rund. Jetzt sieht es einfach so aus wie ein Sporttop, so wie das halt aussehen sollte. Hier vorne noch RPD drauf machen werde, in weiß, R.P.D. Fürs Rackham Police Department, die Abkürzung. Die Schuhe werden grün, der Streifen auf die Socke wird grün, die Kette wird nochmal gemacht in grün. Und dann haben wir es perfekt beieinander, und dann plane ich ein Bild zu machen draußen auf unserem Schulhof, wo auch ein Basketballkorb steht. Und da dieses Bild von Rebecca, ja, originalgetreu nachzustellen, und hoffe, dass mir das gelingt. Vielleicht kann ich dazu werden auch noch mal ein Video machen. Mal sehen. Aber ich hoffe, ich habe euch soweit inspirieren können. Und ja, ich kann noch einen zweiten Teil drehen, wo ich das dann thematisieren werde, wie quasi die Schuhe gefärbt werden und die Socken, so wie ich die Kette mache. Die ist übrigens auch ganz einfach. Da habe ich eigentlich auch nur einen Stoff gehabt, habe den zusammengeklebt, dass es eben so einen dünnen Streifen gegeben hat. Habe Klettverschluss auf die eine Seite und auf die andere Seite gemacht, sodass man das eben dementsprechend, wie man das braucht, hinkletten kann an den Hals. Und ja, wie gesagt, auch für mein anderes Outfit brauche ich unbedingt das noch eher pink, für das klassische Rebecca Outfit. Und für eben dieses Outfit brauchen wir es eher noch grün. Ich mache jetzt ein paar Bilder, Testbilder, noch mit weißen Socken und weißen Schuhen. Und ja, wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls euch allgemein der Kanal gefallen sollte. Dann lasst mir doch ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder auf Instagram, Facebook und auf Twitter. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, macht's gut, and don't forget, be unique. Mwah!